Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute werden wir den Kampagnenmodus von Call of Duty Modern Warfare spielen. Das Game habe ich bekommen, weil ich ja eine RTX 2070 Super gekauft habe und man das dort im Bundle kostenlos bekommen hat. Sonst hätte ich mir das, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht gekauft, weil es schon relativ teuer ist mit, glaube ich, 60 Euro in der günstigsten Variante. Ich hatte es eben gerade schon mal gespielt, die erste Mission, weshalb jetzt auch im Prinzip der erste Teil schon weg ist. Wie ihr seht, die Mission habe ich durch. Piccadilly wäre jetzt die nächste Mission. Allerdings gab es kleine Probleme mit der Aufnahme. Ich hoffe, diesmal passt es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Im Modus hätte ich gesagt, dieser Söldner, so habe ich es auch beim letzten Mal gemacht, war schon relativ schwierig. Okay, ich hoffe, das passt etwas leise. Wobei, warte. Erst kommt jetzt ein Intro. Ich hoffe, die Soundeinstellungen passen auch so einigermaßen. Wird im Prinzip jetzt erstmal so mitten in das Game reingeworfen, ohne wirklich einen Zusammenhang zu haben. Allerdings wird es später noch kommen. Hier sind wir im Piccadilly Circus in London, soweit ich weiß. Und jetzt beginnt im Prinzip das richtige Spiel. 24 Stunden zuvor sind wir nämlich in Verdansk. Das müsste Russland sein. Irgendwo in Russland. Genau. Keine Ahnung. Und hier haben wir einen Spezialauftrag, den wir machen müssen. Alles natürlich super abgesichert. Geheime Mission. Wir sind die Amerikaner und kämpfen, glaube ich, im Let's Play hier gegen die Russen. Beziehungsweise gegen irgendwelche Rebellen der Russen. Ja, auf jeden Fall ein bisschen Amerika gegen Russland. Sie haben weiterhin Angriffsfreigabe, aber Beschuss von russischem Militär ist tabu. Wir können uns kein Und wir müssen jetzt gleich diesen Spezialauftrag spielen. Keine Garantie, dass die russische Armee stillhält, okay? Verstanden, Alex. Finden Sie das Garten, Barkov Nachtsam verschickt. Ich glaube, ich mache ein bisschen hier. Dialoglautstärke kann so bleiben, aber die Effektlautstärke mache ich mal ein bisschen geringer. Gehen wir. Aber kann eigentlich noch ein bisschen geringer, weil sonst versteht man, glaube ich, gar nicht, was sie genau sagen. An alle Hitler-Teams, rück zu eurem Einsatzpunkt vor. Verstanden, unterwegs. Und wir müssen jetzt erstmal durch den Wald schleichen. Barkovs Leute transportieren das Gas heute Nacht. Wie stehen die Chancen, dass wir auf General Barkov treffen? Wir müssen jetzt irgendwie hier versuchen, irgendein Gas zu evakuieren, was hier heimlich lagern. Dort vorne sind schon Söldner der russischen Armee. Zwei Söldner, keine Uniform. Erledigt. Wir sind sicher. Verstanden. Schalten wir auch wieder auf automatisch um. Echo 3-1 an Blue Viking 5. Feuer frei. Bereithalten für Zielbestätigung. Verstanden. Jetzt haben wir hier unser Scout-Nachtvisier. Da unten ist das Haupttor. Und auf dem Laster wird dann später das Gas transportiert, was wir evakuieren sollen, weil das natürlich nicht die Russen bekommen sollen. Ein Sicherheitsteam, gute Ziele. Kein russisches Militär. Es kann losgehen, CIA. Und Luftschlag anfordern. Ungeschützte Truppen, Südtor, Freigabe zum Feuern. Roger, 3-1. Ziel erfasst. Feuer frei in 5 Sekunden. 5 Sekunden. Und jetzt wird erstmal komplett alles zerstört. Und das war's mit der Basis. Echo 3-1. Gute Wirkung auf. Jetzt geht's hier durch die Tür weiter. Die Basis ist zwar schon gut zerstört, allerdings haben natürlich irgendwelche überlebt in den ganzen Häusern und so. Ist auf jeden Fall mit Raytracing und allem super geile Atmosphäre.
Generell, Texturen sehen alle sehr hochauflösend auf. Ich habe nicht mal die höchsten Einstellungen, so 100 FPS läuft es flüssig. Da unten sind jetzt auch wieder Gegner. Gleich müssen wir Zugriff machen. Boah, die haben mich gut getroffen. Also Söldner ist schon wirklich schwierig und es ist im Prinzip die mittlere Schwierigkeit. Wie man hier sieht, die ganzen Effekte an den Bäumen und überall, die Spiegelungen sehen schon saugeil aus. Das Feuer. Und es läuft einfach flüssig. Die wollen wir nicht leiden lassen. Das ist auch ehrenwert, weil Verbrennungstode sind, glaube ich, so mit eigentlich die schlimmsten Tode. Da sind jetzt Gegner drin. Gleich Zugriff. Überraschungsmoment ist nicht auf unserer Seite, Leute. Bleibt cool. Jetzt müssen wir natürlich hier überall die ganzen Türen aufbrechen. Das nicht unsere sind. Wir müssen das Gas sichern, bevor sie es wegschaffen. Wir müssen jetzt jemand hier langsam, aber trotzdem vorsichtig vorangehen. Da hinten ist ein gefährlicher Schütze, den wir definitiv nicht begegnen sollten. Feinde westlich unserer Position! Die haben wir, glaube ich, alle. Den habe ich auch. Schön langsam voran, ohne möglichst sterben. Man bekommt ja zum Glück immer wieder Leben. Wichtig ist, wenn man die eigenen Mitspieler anschießt, beziehungsweise tötet, dann hat man die Challenge auch verloren. Das Problem ist, hinten im Nebel kann man wirklich schwierig irgendwelche Gegner kennen. Der Maschinengewehrschütze da oben ist eben halt brutal. Es war Risiko, aber hat funktioniert, zum Glück. Wieder ausgeschossen. Nächster. Granate. Also immer wenn man bei Gegnern im Prinzip nichts sehen kann, dann sind die tatsächlich Gegner. Ansonsten sind es Mitspieler. MG ausgeschaltet. Nichts Granate. Aber man hat ordentlich Zeit, bis die Granaten tatsächlich explodieren. Das Ganze ist da oben noch der MG-Schütze. Okay, der ist down. Das heißt, meine Granate hat ihn erwischt. Ich
Archer! Ich sehe sie! Gebt mir Deckung! Jetzt hat man natürlich auch noch eine andere Waffe. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder ins Lagerhaus vorrücken. Das Gas muss da drin sein. Ich denke, wir kommen zu spät. Gesichert! Ist auf jeden Fall super, super cooler Modus. Hier sieht man auch, die ganzen Schatten sehen ehemals super geil echt aus. Jetzt wird die Sicht natürlich etwas eingeschränkt, dadurch, dass wir die Gasmasken da aufhaben. Stromausfall. Haben Sie einen Rettenblick rein? Ich esse eine Menge Möhren. Der Scheiß funktioniert. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier wieder rein. Damit kann man eigentlich auch noch ganz gut sehen. Hast du das gehört? Wer auch immer hier den Strom abgestellt hat, ich sag dir, könnte der Luftangriff gewesen sein. Scheiße, siehst du das? Schnappt ihn! Ja, kann man noch entlang. Okay. Erst erledigt. Haben wir. Wird aber nicht der letzte sein. Bisher ohne Tod. Nixer. Aktivität auf dem Steg. Blendgranate werfen. Oh shit. Hat ihn leider nicht ganz gut erwischt. Okay. Diesmal lief es deutlich besser. Also es ist wirklich schwierig, da man immer aufpassen muss. Man hat immer nicht 1000 Versteckmöglichkeiten und so. Die Typen sind von der russischen Armee. Spetsnaz. Bei Hans am Watcher. Barkov Söldner sind Spetsnaz. Wir haben Gefallene von der russischen Armee. Wir müssen sofort hier. Und hier ist jetzt das Gas drin. Wir müssen natürlich erstmal eine Probe nehmen. Um zu testen, ob das wirklich Gas ist. Wir machen die Laster stark klar. Jackpot. Gas bestätigt. Verstanden, 3-1. Also es ist wirklich relativ realistisch. Natürlich aus, dass man sich wieder so schnell heilen kann. Und jetzt müssen wir das Ganze noch eskortieren. Alle hier schön weg. Ladestation. Wir sind unterwegs für Evakuierung. Sicherbare Sektoren. Gute Arbeit, Alex. Zum Treffpunkt für Evakuierung. Und dann greifen wir uns jetzt doch noch welche an. Ich kann jetzt in der Szene wieder nichts sagen, das heißt komplett Cinematic. Ich denke, ich werde immer eine Mission pro Folge zocken. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Cinematic. Und ich glaube, die Mission ist damit auch fehlgeschlagen. Und das sind jetzt irgendwelche Rebellen, russische Rebellen. Und die versuchen jetzt natürlich, das ganze Gas auch mitzunehmen. Aber nicht dafür, dass die anderen es nicht benutzen, sondern um es für sich selbst zu nutzen. Echo 3-1 an Watcher. Alex, was ist passiert? Terrorangriff. Mehrere Marines gefallen. Gas geklaut. Evakuieren, sofort. Roger. Da sind mehrere russische Truppen auf dem Weg zu euch. Ausharren. Wir sind unterwegs für Extraktion. Watcher Ende. Die Operation ist jetzt eigenständig.
Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auf der Stelle ein Team vor Ort. Das ist nicht ratsam. Jetzt gibt es ja erstmal wieder ein bisschen Streit zwischen den ganzen Führungspositionen, die sozusagen aus Amerika das Ganze beobachten und steuern. Wir haben ein Problem. Der Kreml hat die Konfliktentschärfung aufgehoben. Die Sechste fährt aufs Schwarze Meer und chemische Waffen sind bereits im Umlauf. Da sind ihre Finger ab. Das ist nämlich das Problem, dass die jetzt im Prinzip mit dem Gas chemische Bomben machen oder versuchen, chemische Bomben zu bauen. John. Laswell. Wo sind Sie? Beschäftigt. Ich habe ein Problem. Russen? Sie wissen es schon. Terroristen haben chemische Waffen erobert. Sie könnten überall sein. Paris, New York. London. Und das Briefing. War gerade. So. Dann war es jetzt mit dem ersten Part. London kommt als nächstes. Die Mission Piccadilly. Schwierigkeit Söldner werden wir wahrscheinlich versuchen, das Ganze durchzuspielen. Vielleicht werden wir es auch irgendwann mal noch auf der allerschwierigsten Stufe machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft auch die ganzen anderen Parts nicht verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Ist komplett kostenlos. Wenn ihr die Glocke noch aktiviert, verpasst ihr wirklich überhaupt kein Video mehr. Wäre auf jeden Fall super, super nice. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.